Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor einer Burg. Ich glaube, es ist ein Schloss oder es wird jedenfalls Schloss genannt. Ich habe schon angefangen, mich da ein bisschen reinzukämpfen. Bin leider saublöd gestorben, weil ich schon echt tief drin war. Habe aber keine Gnade und nichts gefunden, was sehr, sehr ärgerlich war. Nee, da will ich nicht hin. Ich will eine Kleinigkeit machen, bevor ich jetzt. Ist es das? Fütterte, ja, genau. Achso, ich habe im Inventar schon 30 davon. Ich sollte die einfach mal ausrüsten. Wie komme ich denn. Wo komme ich denn an nochmal an die Sachen hin? Da. Das hier will ich ändern. Da will ich was hinzufügen. In die zweite Tasche. Der Sturm auf diese Burg und was drinnen passiert, ist eins meiner Top 3 Dinge in Elden Ring. Sturm würde ich es ja nicht unbedingt nennen, ehrlich gesagt. Ich bin alleine hier, ich stürme alleine die Burg. Ich weiß nicht, ob man das schon Sturm nennt oder einfach nur Tropfen auf den heißen Stein. Aber ja, ich versuche sie auf jeden Fall zu stürmen. Es geht schon wieder so los. Oh oh. Oh Gott. Ah, das Ross heißt Sturmwind. Ja, stimmt. Dann passt das irgendwie. Genau, hier hinter, hier rum brauchen wir alles nicht mehr bekämpfen. Mich hier schon dreimal durchgekämpft. Einfach vorbei. Einfach. Oh, jetzt, ja, genau, nicht runterfallen. Und ab die Post. Los, jetzt hat. Ach, ich bin ja. Moment. Ich habe ja eine Tür geöffnet. Ja, eigentlich will ich von euch hier überhaupt nichts. Wo ging's weiter? Ich glaube da, ne? Ah ne, da war der Typ mit dem. Kann ich hier irgendwo runterhüpfen? Kann ich es mir einfach machen, indem ich hier. Kann ich hier mein Pferd rufen? Nein, leider nicht. Das wäre natürlich cool jetzt. Ich höre hier was glitzern. Oder ist das. Ah, das ist der Käfer, der draußen steht, ne? Ich würde wirklich gerne. Oh, hi. Guten Tag. Er hat mich wohl da hinten gehört. Wie geil ist das denn? Ich glaube, jetzt hat er mich bemerkt. Ciao, gehen wir wieder. Oh, Kurzbogen, okay. Nur kurz schauen. Ich höre hier doch. Hier glitzert doch irgendwas. War hier draußen noch ein Käfer oder wie? Ah, der. Ja gut, warum nicht? Ich habe ja einen Heiltrank verbraucht.
Ey! Ich habe noch nicht einmal so einen Löwen angegriffen und ich hab's auch nicht vor. Man irgendwie dieses Tor aufmachen? Vielleicht muss ich dafür doch die Löwen killen, dass das Tor aufgeht. Oder oben auf den Zinnen obendrauf oder sowas? Och Mann. Na gut. Erstmal hier lang. Aua. Das hört sich aber an, als wäre das hier irgendwo in dem Turm. So weit weg höre ich doch diesen Glitzertypen, diesen Glitzerkäfer nicht. Lukas, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Grüßt euch. Oh. Och Mann. Wieso nicht? Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen, das Ding. Du hast Käsekuchen gemacht. Nice. Och ja, hier waren ja die Flammenwerfer. Stimmt ja. Was macht hier diese Geräusche? Ist was in diesem Turm drin? Oh Mann, ey. Irgendwo muss hier doch eine Gnade oder irgendwas sein oder irgendwas. Da hinten. Ich sehe es. Oh mein Gott, wie konnte ich das letzte Mal übersehen? Okay, alles klar. Die Route steht. Hören Sie auf zu brutzeln. So, wisst ihr was? Adi ist da drin. Oh, ey, nein, nein, nicht jetzt hier an so einem Quatsch. Nee, 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 Leute. Nee, 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 nee. Okay, ich hatte ja nur ein bisschen Panik, ganz kurz. Ganz kurz hatte ich Panik. Oh, endlich, finally. Wie habe ich das letzte Mal übersehen? Mann, 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 Mann. Ah, da liegen halt meine. Sollte ich die versuchen mitzunehmen? Ja, ich glaube, ich guck mal, wie viele da liegen. Nope. Wo liegt's? Wo liegt's? Wo liegt's? Nee, obendrauf, oder was? Ah, verdammt. Oh Gott. Wo ging's hier nochmal? War hier nicht irgendwo? Uiuiuiui. Nee, obendrauf. Okay, keine Ahnung. Okay, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dann halt nicht. Gut, ich sollte mir vielleicht hier mich mal nochmal auffüllen. Und dann gucken wir mal, was in dieser Burg passiert. Was Julius so spannend findet. Löwenartiges Scheusal. Okay, dich pariere ich.
Oh, ah, ja. Aua, okay. Das war viel Schaden. Schmelztiegelritter, da kommt noch einer. Nee. Oh. Oh oh. Ich denke, ich darf nicht zu weit vorlaufen. Ich bleib mal ein bisschen, ich versuche so weit wie möglich am Eingangstor hier zu bleiben. Und ihn hier zu bekämpfen, mal schauen, ob das klappt. Autsch. Der ist flott unterwegs. Oh, ich hagel's jetzt. Eieiei. Ja, das Wetter gerade, ey. Typisch, so richtig aprilmäßig. Okay, der Schmelztiegelritter kam gerade auch dazu. Dann anders. Dann doch anders. Komm her. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, das ist zeitlich eine zeitliche Nummer. Ach. Eieieiei. Ich habe doch so ein löwenartiges Scheusal schon mal bezwungen, oder? Ich glaube schon. Und so ein Schmelztiegelritter auch. Ah, Mist, jetzt habe ich... Hat er wieder... Da habe ich jetzt gerade verkackt, weil ich schon wieder zu schnell den rechten Trigger gedrückt habe, bevor der linke Trigger durch war. Dann passiert... Dann stelle ich mich einfach in dieser Duellhaltung hin und er bleibt stehen. Dann kriege ich aufs Maul. So. Wie schnell der Blödsinn hier ankommt, ne? Oh. Miese Brise. Der läuft dann von da hinten langsam hier vor. Die Zeit reicht. Die Zeit reicht, das löwenartige Scheusal zuerst zu killen. Und dann den Schmelztiegelritter zu machen. Die Zeit reicht auf jeden Fall aus. Aber ich muss perfekt treffen. Alles. Sonst reicht die Zeit nicht. Miku! Nein, wie war das? Klinge von Miku, ne? So, hab ich's doch gewusst. Ah, nee, was passiert?
Was tut mein Charakter hier gerade? Ich will dahin. Und einmal saufen, bitte. So, jetzt können wir beide. Oder auch noch nicht. Sebastian, hi. Aber habt ihr gesehen, das löwenartige Scheusal, die Zeit reicht. Boah, mieses Timing. Jetzt wird die Zeit nicht mehr reichen. Ich liebe diese Duellfähigkeit von dem Schwert, aber ich glaube, ich setze sie zu viel ein manchmal. Ich glaube, ich mache es mir selber schwer, dadurch, dass ich auf so viel auf diese Duellfähigkeit setze. Leider hat der kritische Treffer nicht funktioniert an der einen Stelle, deswegen war ich ein bisschen aus dem Timing raus oder beziehungsweise aus der Konzentration raus, weil es mich in dem Moment irritiert und verwirrt und genervt hat und geärgert, dass es wieder nicht geklappt hat, dass das immer wieder passiert in Elden Ring. Oh, okay. Oh. Jetzt hat Lee. Komm. Ach, Mist, ja, genau das, ne? Das ist so ärgerlich. Er verprügelt mich. Ja, da guckst du blöd, Schmelztiegelritter, hm? Ich habe euch beide schon bezwungen, aber zusammen, das ist neu. Komm, jetzt lass mich bitte. Nein, es geht wieder nicht. Ah, okay. Von hinten geht auch. Gut zu wissen. Wieder nicht. Warum? Oh, der kam spät.
Und da kommt der andere. Noch zu weit weg. Julius, teilweise ist es tatsächlich auch, wenn der Gegner minimal höher steht als ich oder weniger hoch. Also so war es jedenfalls bei... Wie heißt der noch? Der Kollege aus dem ersten Schloss, Sturmschleier, der Endboss. Da war es auch so. Ja, was soll das? Ach, komm, ey. Nein, zu früh gerollt. Ist schon wieder zu früh. Okay. Der... Nicht Margit. Margit ist der Erste, der in Schloss Sturmschleier steht. Und der Zweite heißt... Der heißt so ähnlich, oder? Godric, genau. Margit, Godric. Ähnliche... Konnotation ist das Wort, glaube ich. Ähnliche Phonetik. So. Sind wir wieder aneinander vorbei. Aber jetzt schon 3-4 Mal hintereinander diesen kritischen Treffer nicht bekommen, ey. Das ist sau gemein. Spiel, das ist gemein. So, komm her, du Bazi. Oh, jetzt kommst du einen Meter zu wenig. Was zum Teufel? So, lass mich jetzt... Oh, nee. Ah, will nicht, will nicht. Weapon Arts, du meinst die... diese Dinger. Kriegsaschen. Ich finde die Kriegsasche, die auf dem Schwert drauf ist, die Duellfähigkeit, mega geil. Also die macht mir wahnsinnig viel Spaß. Da will ich eigentlich nicht unbedingt auf dem Schwert eine andere probieren. Kriege ich die wieder? Also wenn ich die runter mache, behalte ich die dann? Ich kann die immer wieder wechseln. Wait, wie, wo, was mache ich damit? Nee. Wie tue ich das? Kriegsasche Stampfer. Zur Verwendung mit Schwertern, Äxten, also mit kleinen und mittelgroßen Schwertern. An der Gnade, okay. Da fehlt mir vielleicht noch ein Gegenstand.
Wahrscheinlich fehlt mir noch ein Gegenstand, dass ich das an der Gnade machen kann. Ist meine Vermutung. Weil bisher hat man... Laschen, Zauberlernen? Aber beim Zauberlernen ist es nicht dabei, ne? Nee. Aber da jetzt zum Schmied? Nee. In der Ruine um, an der du Sturmwind von der Jungfrau bekommen hast. Okay, ja, da wird die irgendein Schmiedewerkzeug oder sowas sein. Ich probiere es jetzt hier nochmal. Ich hab Bock auf Boss. Ah, der kommt immer so spät. Jetzt hat. So leicht seitlich muss ich stehen. Uff. So, jetzt muss ich gleich ausweichen, weil wir hier nämlich einen anderen Kumpel in der Nähe haben. Und tschüss. Oh, nee, der macht ja sowas. Ah, der kann ja stampfen, stimmt. Wo habe ich denn gegen den gekämpft? Das war in so einem Gefängnis, glaube ich. In einem der Gefängnisse. Habe ich den da pariert? Ich glaube, ich habe ihn da pariert. Du, mit so seltsames Timing. Wir müssen mal kurz hier weg, da kommt nämlich ein Kumpel. Ah, ich sollte halt zwischendurch doch mal saufen. Ja, da guckst du blöd, Sturm. Nee, was war's? Ritter. Da guckt er blöd, der Ritter. Oh. Wenn man da nicht weit genug ist, weg ist bei manchen Schlägen, dann ist sein Timing genau so, dass er einen trifft, wenn man aus der Rolle kommt. Ärgerlich. Komm schon. Okay. Ah, da haben wir uns beide gut getroffen, hä?
Das war sehr, sehr gut. Du Ratte! Nein! Ah! Oh! Ah, oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Ah. Ich muss nur vor seinem Schild aufpassen. Wenn er nämlich einen Schildschlag macht, dann habe ich ein Problem. Ja. Ja, genau den. Uff, uff. Uff, uff. Ah, shit. Nee, zu früh. Nee, zu früh. Ah, shit. Oh. Ah, gerade irgendwie aus dem Timing dann raus gewesen vom Parieren. Bester Versuch bisher. Ich meine, es geht schon. Wie gesagt, ich finde die Duellfähigkeit eigentlich wirklich super vom Schwert, die hier drauf ist. Ja, Sebastian, das... Wenn man es nicht merkt, dass man es einsammelt, ne? Oh, aua! Nice. So, mein Gutester. Der macht ab 50%, glaube ich, nochmal einen anderen Unsinn, ne? Oh, oh, scheiße. Ach, come on. Mist. Computerknopf, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich sag einfach... Knopf oder Computer? Was ist dir lieber? Und danke für den Follow. Computerknopf. Oder du sagst mir deinen Vornamen, dann versuche ich ihn mir zu merken. Knopf passt, super.
Ja, ohne Ausdauer. Da war mein Ausdauermanagement einfach richtig schlecht an der Stelle. Ah, shit. Wow. Knappes Pferd, beziehungsweise knapper Löwe. Okay, Konzentration. Mist. Konzentratione. Ah, zu früh. Oh. Oh. Erwischt mich das Erdbeben. Versuche ich ihn vielleicht ohne parieren? Versuche ich ihn so wie den Löwen zu machen? Ich versuche ihn so wie den Löwen zu machen. Komm, let's go. Parier halt so gern. Es macht einfach Riesenspaß. Der gibt mir, ja, ja. Das letzte Mal, als ich so einen getroffen habe, hat er mir auch schon gegeben, soweit ich mich erinnere. No! Oh! In der Umgebung stecken geblieben. Nice. Dass du, Saftsack, mich da zweimal triffst. Ach, nee. Nee. Huhuhu. Ich habe schon wieder nicht gesoffen, ne? Ich muss saufen jetzt. So. Mein gutester Schmelztiegelritter. Hä? Ja. Wie machen wir zwei das jetzt? Ah, nee, ich glaube, das wird so nix. Ich will ihn schon parieren, glaube ich. Oh, zu spät oder zu früh, oder? Ein laufender Panzer, ja. Ach, Mist. Ach, shitty. Ach. Das gibt's doch nicht. Ich hab's Timing gerade nicht. Mist. Ah. Mann. Ein, zweimal versuche ich es noch, danach gucken wir uns ein bisschen was anderes an, dann besorge ich das Zeug. Jetzt bleibt er genau im falschen Moment stehen, der Hund. Der Löwe. Oh, ja, genau. Da haben wir schon wieder meinen zu früh getriggert. Ja.
Wo kommt er eigentlich hergeflogen? Direkt vom Baum. Eine Saat des Baumes. Und warum hat er Engelsflügel? Ich will auch welche. Kriege ich eigentlich... Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, ob ich... Ah, das war dumm. Gott. Kriege ich Runen von dem hier, von dem Kill? Nee, krieg keine Runen. Ich bin schon wieder komplett off. Weg vom Timing gerade. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Was ist los? Oh, Mann. Verdammte Axt. Aber mit allem. Mit allem weg vom Timing. Den Rollen, dem Trinken, dem Parieren. Boah, die Reichweite. Die Reichweite des Todes. Komm schon. Jetzt aber. Oh, den kann ich, glaube ich, nicht. So, jetzt sind wir bei 50%. Ich glaube, jetzt macht er, wenn ich mich richtig erinnere, großen Unsinn. Ja, genau, jetzt passiert nämlich solche wilden Sachen. Ich glaube, an der Stelle hatte ich auf Beidhändigkeit gewechselt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Mist! Mist, 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 Mist. Okay. Oh, what? Ach nee. Oh, da kommt noch ein weiter Schwung. Oh, verdammt. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Danke, Thorsten. Danke.
ich habe halt vergessen, was in der zweiten Hälfte von ihm passiert teilweise. Ah, ärgerlich. Oh. Komplett aus dem Timing raus gewesen. Gut. Besorgen wir uns mal das Schmiedewerkzeug, Material, wie auch immer. Schauen wir mal. Bin gespannt. Weil da geht ja dann auch noch ein bisschen was. Das war... Ja, hier. Obala. Nee, what? Ah, Hilfe, falsche Tasten. Einmal ein bisschen fehlende Materialien hier besorgen. So, Jungs. Ihr müsstet ja One-Hit sein, ne? Ja, so ziemlich... Lol. Nee. Großschwert des Getreuen. Ah. Was kannst du, Großschwert des Getreuen? Stärke D, Geschicklichkeit D. Großschwert Claymore. Stampfer, Aufwärtsschnitt, Löwenkralle. Ah, mir fehlt ein bisschen Geschicklichkeit. Nee, stimmt gar nicht. Was ist denn die Löwenkralle? Moment. Ah, das war das. Okay. Und was ist Stampfer? Was ist das denn? Hä? Mache ich irgendwas falsch? Da passiert ja gar nichts. Nee. So. Stampfer, Aufwärtsschnitz. Hebt eure Waffe und nehmt eine niedrige Haltung ein, die kaum ein Angriff erschüttert. Setzt dann mit einem starken Angriff als Aufwärtsschlag nach. Aha. Okay, also das heißt... Okay. Sieht erstmal ziemlich cool aus. Goldene Härte. Kreuzt die zwei Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken. Ist dieser Effekt aktiv, werden starke Angriffe als Kombo mit zwei Waffen ausgeführt. What? Oh, das sind zwei. Oh. Oh, das ist auch cool. Stärke E, Geschicklichkeit D. Hm. Das sind zwei Schwerte, ornamentales Schwert. Das ist natürlich schon auch irgendwie geil. Oh, das müsste ich halt alles auch erstmal leveln, um rauszufinden. Wobei, so viel Unterschied ist es gar nicht. 200... Wait, what? Moment mal. Oh, die geben schon ein bisschen... Wenn ich die noch level, ey. Du jetzt? Du jetzt.
Ja, ich sollte vielleicht nicht einfach blindlings da reinrennen. Oh Gott. Stopp, stopp, stopp. Einer nach dem anderen, bitte. Ach, Quatsch hier. Wölfchen, kommst du eigentlich, oder? Nicht so Bock. Come on. Oh. Ja, ohne Ausdauer. Ah, ja, die vergesse ich auch komplett. Jump Attacks, die vergesse ich auch echt komplett, weil das bisher kein Thema war. Wolf? Da hinten. Oh, guck mal, hier unten war ich noch nicht. Nice. Kriegsasche Sturmstampfer. Bleifmesser. Macht viel Stagger Damage, echt? Hm, ist das jetzt das Schleifmesser? Kann ich mit dem Schleifmesser jetzt diese Dinger ändern? Ich vermute es. Aber bin mir nicht ganz sicher. Ja, diese zwei Schwerter sind schon auch irgendwie cool. Fragment. Hier noch irgendwas zum Looten? Nee. Ja, dann wird das... Goldenes Blatt. Dann wird das wohl... Ah, da unten ist noch die andere... Die andere Kutsche, ne? Vielleicht da auch drin. Da habe ich noch nicht geguckt. Hier so die Ecke mal noch durchforsten. Ah, hier ist noch eine Kiste. Flegel. Okay. Ah, dafür habe ich noch nicht genug Geschicklichkeit. Okay. So, also jetzt habe ich aber alles gelootet. Da hinten durch, jawohl, hier in der Mitte, da hinten, hier die zwei Kutschen.
Elden Ring hat sehr viele geile Sachen, deswegen hast du 5 verschiedene Charaktere. What? Okay. Nice. Ja, hey, mega. Wenn einen ein Spiel so begeistert, ist das doch auch echt was Geiles, was Schönes. Bevor ich mich jetzt an diese Gnade setze, ne, Leute, sagt mal Bescheid. Was? Ist es das Messer? Ich glaube, Julius hatte vorhin den Tipp gegeben. Weil jetzt habe ich das Lager geklärt. Ich will mich da nicht nochmal durchkämpfen müssen. Ja, wenn ich mich aber da hinsetze und es war es nicht, dann muss ich mich nochmal da durchprügeln. Na gut, komm. Schauen wir mal. Kriegsasche, jawoll. Okay, let's go. Da ist es doch. Und jetzt könnte ich hier... Den fand ich irgendwie... löst Blutverlust aus. Sturmstampfer. Das war der Aufwärtshieb, ne? Eiserner Wille. Rostnebel. Sturmrufer. Bett? Jetzt kann ich das auch noch. Wait. Und das ist kostenlos, dass ich das jetzt auf CC hoch? Hä? Und da mache ich es zu Weisheit? Stärke, da ist Weisheit dabei. Da ist Feuer dabei. What the fuck? Kann ich das auch noch so ändern? Das ist ja wild. Da hast du jetzt nicht viel Auswahl. Oh mein Gott. Der Base Damage geht runter. Ja, ich sehe es rechts oben. Gut, aber... Plus 58. Oh Gott, ey. Hat mir einer kurz einen Taschenrechner? Hundertzweiundneunzig, oder? Stimmt das? Ja, 192 wird es und es hat 190, 200. Okay, das wäre weniger dann insgesamt, aber dafür, wenn ich stärke, skaliert es halt besser mit der Stärke, die ich mir level. Ja, verstehe. Plus 62. Oh. Da sind wir auf über 200. Da geht die Geschicklichkeit weg. Schwer. Das kann ich jedes Mal ändern. Wenn ich das jetzt hier aufgesetzt habe. Wait. Das sieht voll lame aus. Ah, und dann kann ich sie einfach entfernen. Und ich kann es hier auf Standard setzen und die Verbesserung entfernen, die drauf ist. Und jetzt ist es wieder wie vorher. Ah, cool. Ja, geschickt. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt die Kriegsasche gar nicht drauf machen will, sondern nur das hier ändern will...
Ach so, ach ja, stimmt. Okay, Moment. Ja. Ja, natürlich. Wahrscheinlich hat's einen Follow-up. Moment, ich lese immer kurz. Wirbelt die mit der Waffe, um Sturmwinde zu erzeugen. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr bis zu zwei Angriffe nachsetzen. Ah, wiederholte Eingabe. Okay, verstehe. Musst du die Kriegsasche auch irgendwo finden, wenn du zum Beispiel Flamme hinzufügen willst? Ja, aber ich hab's ja jetzt. Wenn ich jetzt. Pass auf. Krieg 17. Wenn ich jetzt hierher gehe und diese Verbesserung entferne. Nee, dann ist alles weg. Auch das Schwer, ne? Ah, der macht dann alles weg. Okay. Ich dachte, da bleibt vielleicht das Schwere erhalten. Bin ich doof? Stand da nicht gerade was von 100? Stand da nicht gerade was plus 62? Warum steht jetzt da nur noch plus 46? Ich bin doch auf über 200 gekommen. Was? Oder war das eine andere? Nee, das war das Schwert. Warte, geben mir diese anderen Dinger irgendeinen Attributsbonus? Dass ich die ausgerüstet hatte? Nee, tun sie nicht. Wie ist das denn jetzt passiert? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Ich war doch hier irgendwie auf über 200 Schaden gekommen. Bei Angriffskraft körperlich. The fuck? Und jetzt ist es nur noch 80 zu 100, 187, 193. Und hier sind es 191. Das ist jetzt weniger. Wieso ist es jetzt weniger? Was habe ich gemacht, dass ich keinen weniger Stärke habe? Hä? What the fuck? Hatte ich es vielleicht zweihändig in der Hand? Ah, guck mal. Aha, okay. Okay, er zeigt mir das an, so wie ich es in der Hand führe. Verstehe, weil ich es zweihändig in der Hand hatte, wird hier auch der Schaden zweihändig angezeigt. Ach, das ist ja wild. Alright. Ja, da müsste ich jetzt natürlich, das müsste ich jetzt einfach mal ausprobieren. Komm, ich teste das jetzt. Ich teste die Nummer jetzt gegen den Löwen. Mal gucken, was passiert. Gucken wir mal. Guter Löwe. Ich habe was Neues für dich. Komm mal her. Ja, ich brauche natürlich viel Ausdauer dafür. Ah, finde ich nicht geil. Der war nicht einmal gestaggert jetzt, oder? Und ja, ich habe viel Schaden mit dem Ding gemacht. Das ist aber nicht so geil. Also da war die Duellfähigkeit viel besser. Also er war jedes Mal gestaggert durch den Damage, ja, aber nicht so, dass er in die Knie gegangen ist und ich einen kritischen hätte machen können.
Tipps, wo es tolle Aschen gibt. Ich weiß, dass diese Käfer immer so Aschen haben. Da habe ich auch ein paar ja schon von geholt. Ich wäre dafür, da ich ja sowieso auch hier wieder in eine Nachspielzeit gehen würde, oder beziehungsweise auf jeden Fall gehe. Ich gehe auf jeden Fall in eine Nachspielzeit mit Elden Ring. Deswegen wollen wir sowas und manche Gegner, ja, okay. Wollen wir sowas, solche Infos dann, dieses ganze, geh mal hier hin, guck dir mal das an, mach mal diese Nummer. Wie wär's, wenn wir das auf die Nachspielzeit verschieben? Ja, ich möchte schon so ein bisschen durch Elden Ring durchkommen, wie ich es quasi auch offline erleben würde. So, ich meine größtenteils. Wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten und so wie jetzt das mit dem Messerchen, ist einfach auch ein Quality of Life Ding irgendwo. Dass ich nicht jedes Mal zum Schmied rennen muss. Das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit meinen. Mit der. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mein Gameplay verändere oder irgendwelche tollen Sachen finde, die es mir einfacher machen oder so. Ah, dass er da zweimal trifft. Saumies. Ah, und jetzt dachte ich, er schlägt mich nochmal zu. Haha, Mist. Ich muss, glaube ich, zwischendurch auf jeden Fall mal ein paar von diesen Dingens farmen gehen, von diesen Schmiedesteinen. Ich weiß, wo ich sie bekomme, in diesen Höhlen. Das ist gerade ein bisschen viel zu lesen. Ihr zwei. Ich bin gleich wieder bei euch. Shitty. Jetzt bin ich schon wieder so aus dem Timing raus, ne? Oh!
Sind wir schon bei 50%? Ja, sind wir. Oh, shit. No, 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 no. Ah, dein Drachen. Ah, ich wollte gerade Dinge sagen. Verdammte Axt. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob ich nicht doch lieber noch ein bisschen so mache. Oh, verdammt. Mist. So, jetzt hat... Was man in Souls Games nicht selbst rausfindet, hat einen öden Beigeschmack. Ja, finde ich auch so ein bisschen, ja. Es gibt zwei Zauber, die du nicht mal nutzen willst, deswegen. Okay, wow, das ist aber krass. Ich habe damals nie Schmiedesteine 4 gefunden und als ich dann da war, wo es die Vierer gab, hatte ich schon genug gehabt, um mit Stufe 7 durchzuballern. Nice. Ewig mit einer unterlevelten Waffe gezockt. Ja, ich meine, ey. Das beweist nur Skill, oder? Shit, es reicht nicht. Jetzt hat. Für Thorsten war es langweilig mit einer High-Level-Waffe, ja, wahrscheinlich. Ah, ich glaube, den Angriff kann man nicht. Ach, komm. Ah, und dann irgendwie wieder aus dem Timing draußen, ey. Ah, dieser Schmelztiegelritter. Miese, miese, miese Nummer. Mich würde es ja schon irgendwie interessieren, ob die eiserne Jungfrau, die da draußen rumfährt, ob die mich teleportiert oder nicht. Ja, schon, oder, Thorsten? Kann ich mir echt gut vorstellen, dass das... Ah, Mist. Die Attacke kommt so spät, ne? Nee, schon wieder. Ich hab mich schon wieder tricksen lassen. Ah. Verdammte Axt. Zwischendurch immer so mal minimal unkonzentriert und dann... Ah, come on! Was hat dir die arme Axt getan? Ja. Axt im Baum, Axt an Baum, irgendwie so, keine Ahnung. Leute, Leute. Timeout. 10 Minuten Timeout, Thorsten.
Nein, ich hab's schon wieder getan. Ah, jetzt hat. Danke. Dude. Nicht sterben? Ja, hey, das ist das, was ich schon die ganze Zeit probiere. Ach, damn it. Hat alles zu lange gedauert gerade. Da kommt auch schon der Schmelztiegelritter und dampft auf den Boden. Ach Mann, ey, die kommt so schnell, diese Attacke. Ah, ich habe schon wieder das Timing verpasst. Ich sollte saufen, ne? Der killt mich mit einem Hit. Ah! Es hat trotzdem nichts gebracht, das Saufen. Ja. Saufen, 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 saufen. Ah. Könnten wir eigentlich auch noch als Sound Alert oder als Soundbelohnung reinpacken, oder? Glück, du Sau. Ja. Diese Attacke kommt so spät. Ja, ja, ich habe gerade, ich habe ihm im Augen. Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass er schon nah dran ist und wollte abhauen. Einen Steam-Key von dir bzw. meiner Software. Okay, Moment. Um was für eine Software handelt es sich? Komm in meine Gruppe. Ist was für Streamer und hab's am Mittwoch im Early Access rausgebracht. Okay. Kannst du das kurz umschreiben so? Weil wer weiß, vielleicht brauche ich es ja gar nicht. Dann kannst du den Steam Key jemand anderem schenken. Das wäre gemein. Thorsten. Ah, das ist wirklich lieb gemeint von dir, Knopf. Aber sowas möchte ich tatsächlich nicht. Sorry. Sehr nett, aber... Da sehe ich meinen Kanal nicht. Pech gehabt.
Oder die Zuschauer haben Glück gehabt, dass sie sich mit sowas nicht anfangen. Oh, dass seiner da durchgegangen ist, war ein bisschen gemein jetzt. Uff. Ja, ich weiß nicht. Ich finde so überladene Streams, finde ich selber nicht ansprechend und deswegen tue niemandem etwas an, was du selber nicht haben willst, ne? Ja, Julius, so in der Art, ja. Ich find's auch schwierig. Da bin ich bin zu alt für so einen Blödsinn. Aua. Das ist ganz schön gemein von dir, Herr Schmelztiegelritter, dass sie jetzt diesmal keine Zeit lassen, sondern direkt kommen und ich dann wieder in diese Umgebung rein. Ah, wie ich Grabsteine und Pfosten und Grabsteine. Oh, ich kann mich nur an Godric erinnern. Da bin ich so oft an diesen Grabsteinen hängen geblieben, ne? Da leidet die Konzentration. Ja gut, ich meine, wir lesen jetzt hier keinen Online-Artikel, ne? Ihr guckt einen Stream, aber ich fühl mich auch einfach nicht. Bin ich der Typ für sowas? Ich fühle mich da nicht so zugehörig. Aua. Ach, komm. Das ist ein schlechtes Pattern. Wenn er so macht und so oft zuhaut und nicht aufhört und nicht aufhört und ich keinen Schlag finde, dann dauert es auch viel zu lange, weil dann ist der Schmelztiegelritter schon in der Nähe. Das Fazit war, es lenkt ihr ab. Ja, alles gut. Passt. Ah. Mann, ey. Ich habe ihn gerade gehört, wie er angerannt kam. Oh mein Gott! Also, man will auf keinen Fall gegen beide kämpfen. Auf gar keinen Fall. Was ist da gerade passiert? Oh Gott. Der Kampf ist noch nicht das Highlight. Davon gehe ich aus, Julius. Weil die beiden hatten wir schon mal. Die habe ich schon gesehen. Es wird noch lustiger. Wenn ihr im Chat sagt, dass irgendwas noch lustiger wird, dann habe ich nie ein gutes Gefühl bei der Sache. Ach, Mann.
Wow! Ah. Okay. Oh, das habe ich nicht. Das habe ich nicht realisiert, dass das ein Schildschlag wird. Du wirst dich nicht mehr halten können vor Lachen. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich den... Ach, zu früh wieder. Ich krieg gerade wieder kein Timing rein. Mist. Schlecht. Deinen Emotionen nach zu urteilen, gefällt dir dieser Kampf? Tatsächlich, ja. Also, es ist ein bisschen... Es ärgert mich natürlich, dass ich so lange brauche gerade. Aber das ist ein Kampf, der für mich absolut in Ordnung ist und auch Spaß macht, weil kein übertriebener AOE-Schaden, schön Nahkampf-Gegner... Es geht hauptsächlich ums Timing und nicht darum, dass ich irgendwelchen Kamehamehas ausweichen muss. Also, ich meine, da geht's auch ums Timing, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nicht so AOE-zauberlastig. Ich finde einfach Zauberkämpfe nicht so cool. Oh, ist ja gut jetzt. Nee, ich komm nicht ran. Shit. Oh Gott. Ja, das meinte ich vorhin mit... Hilfe! Oh, was machen wir jetzt? Wenn er durchgehend angreift, ist das schlechteste Timing für mich. Die schlechteste Nummer für mich, weil einfach... Weil ich dann nicht die Chance habe. Okay, der Schmelztiegelritter ist schneller als die Löwenkreatur. Scheiße. Ah, scheiß Pfosten! Ah! Dämliche, mistige, blöde! Posten! Ah, okay, er zoomt sich an mich ran, wenn er den macht. Ah ja, ist ja fein jetzt. Feini Löwi. Ah, Mist. Das Timing bei diesem Schlag, das macht mich fertig. Ach ja.
Es dauert einfach so lange. Eigentlich, warum? Warum versuche ich diesem Schlag auszuweichen? Warum greife ich ihn nicht an? Und stagger ihn bei diesem langen Schlag? Das müsste doch eigentlich reichen. Hey, Marius, grüß dich. Hi. Alle, die jetzt einschalten, ihr habt rein gar nichts verpasst. Ich bin noch keinen Meter weitergekommen. Konzentration. Whoop. Mist. Weg von den Pfosten. Was hast du denn die letzten 2 Stunden gemacht? Das hier. Mist. Glaub, den kann ich nicht parieren, beziehungsweise habe ich das Timing dafür nicht. Ach, shitty. Großes Shitty. Außerdem bin ich erst 1:30 am Aufzeichnen. Ah, Mann! Komm jetzt. Scheiße. Ja, es ist dumm, mit seinem Erdbeben zu rollen. Es ist saudumm, mit seinem Erdbeben zu rollen. Ah, Leute hier auf Twitch, bleibt bitte dran. Es geht sofort weiter nach einer ganz kurzen Pause und ich mache nur für YouTube eine Abmoderation. Also, stay tuned, sagt man, glaube ich, auf Englisch. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.